Der Sarrazin, der hat auch immer den Ton getroffen. Der Sarrazin, das ist Volkes Stimme. Der hat ja auch lange geübt. Bevor der Sarrazin die Beschimpfung der Muslime als Geldquelle entdeckt hat, da hat der Sarrazin an der Unterschicht geübt. Da war der Finanzsenator für die SPD in Berlin. Da hat der Sprüche rausgehauen nach dem Motto, die Leute sollen im Winter in der eigenen Wohnung einen Pullover anziehen, wenn es kalt ist, statt die Heizung aufzudrehen. Wir können ja ein bisschen sparen. Hartz IV kriegen sowieso zu viel Geld. Hier, für 2,30 Euro am Tag könnte man sich ausgewogen und wertstoffreich ernähren. Sehr schön von Sarrazin auch sein Satz. Er, der Sarrazin, er würde jederzeit für 5 Euro in der Stunde arbeiten gehen. Ja, das hat er wohl auch dem Bundespräsidenten Wulff damals erklärt, als es darum ging, ob er freiwillig bei der Bundesbank früher aufhört oder nicht. Sie können sich an die Situation erinnern. Der Sarrazin hat ja richtig Wind von vorne gekriegt, wollte aber ja nicht zurücktreten. Und dann hat der Wulff ihn sich zur Brust genommen. Und der Wulff, der weiß ja, wann man zurücktreten muss und wann nicht. Und in dem Gespräch hat der Sarrazin wohl gesagt, ja, er würde jederzeit für 5 Euro eine Stunde arbeiten gehen, aber als Pension hätte er doch gerne die vollen 11.000 Euro im Monat, ohne Abstriche. Da habe ich ja zum ersten Mal gemerkt, dem Mann geht es um die Sache und nicht ums Geld. Ungekrönt der Spruch von Sarrazin vom kalten Duschen. Die Menschen sollen kalt duschen. Hartz-IV-Empfänger bekommen ein bisschen Heißwassergeld, falls Sie das nicht wissen sollten. Das könnte man auch einsparen. Kalt duschen sollen die, wörtlich. Warmduscher haben es noch nie weit gebracht in diesem Land. Sagt ein Arztsohn, der schon als Kind zu heiß gebadet worden ist. So ein populistischer Mist ist nicht mutig, das ist widerlich, meine Damen und Herren. Und der war immer schon widerlich, das sagt ja schon der Lateiner. Hässliche Gedanken hinter einem widerlichen Gesicht, oder war es umgekehrt? Sie kennen das noch von Roland Koch. Jedenfalls, die SPD wollte den Sarrazin damals schon loswerden, aber feige wie die Sozen sind, haben die nicht gesagt, da hinten hat der Maurer das Loch in der Wand gelassen, verpiss dich, keiner vermisst dich. Nein, sie haben ihn hochbefördert. Was macht man mit Politikern, die man loswerden will? Man befördert sie hoch. Und das war ja das Problem mit dem Wulff. Wo sollte die Merkel mit dem noch hin? Der war ja schon entgelagert politisch. Und der Job in Rom ist ja noch nicht wieder frei. Den Sarrazin haben sie damals in den Vorstand der Bundesbank hochgelobt. Die Bundesbank wusste gar nicht, was sie mit dem sollten. Was soll man denn mit dem jetzt hier? Ja, wie immer, wenn man einen schicken, hat die SPD gesagt. In Schreibtisch 20.000 Euro im Monat und Ruhe ist. Ja, von wegen Ruhe ist, dann hat der Sarrazin in der Deutschen Bundesbank innerhalb von 17 Monaten dieses Fachreferat für Rassenforschung und Genetik aufgebaut. Das kannten die da vorher überhaupt nicht. Die hatten da immer nur Geld gezählt. Und der Sarrazin hat auf einer öffentlichen Veranstaltung erklärt, dass er Zeit gehabt habe, dieses Buch zu schreiben, weil im Vorstand der Bundesbank nichts zu tun gewesen wäre. Wörtlich, ab Dienstagsmittags wären keine Termine mehr gewesen. Nichts zu tun für 20.000 Euro im Monat. Ist ja leistungsbezogen, ist ja klar. Und ich habe dann sofort gedacht, dann ist doch nicht der einzige Dödel, der im Vorstand der Bundesbank da rumtut. Was macht der Rest denn wohl so? Nur der eine wird seine Popel am Schreibtisch sortieren, schätze ich mal. Wieder einer bemalt Kacheln oder tätowiert so einen Hamster, was man halt so macht, ne? Ich will das ja auch gar nicht wirklich wissen. Ich sage immer, Hauptsache, das Gesindel ist von der Straße. Ich hätte doch das Buch von dem Sarrazin nicht kennenlernen müssen. Nach meinem Geschmack hätte das neben dem Popel von dem Kollegen verschimmeln können. Alte Vorurteile neu zurechtgebastelt, mit ein paar zurechtgebogenen Statistiken verbrämt. Die Migranten, einer muss doch schuld sein. Wir hatten Wirtschaftskrise, als das Buch erschien. Die Deutschen haben Angst um ihren Lebensstandard. Sie spüren, dass alles nicht so weitergehen kann, es wird enger. Sie spüren die Krise. Und da muss ja einer schuld sein. Damals in der Weltwirtschaftskrise musste auch einer schuld sein. Und sei mal ganz ehrlich, Juden sind nicht mehr genug da. Dann nehmen wir halt die nächste Religion. Ist ja noch was über. Die Migranten sind schuld, wenn dieses Land zugrunde geht, weil sie sich nicht integrieren wollen. Was ist hier los? 20% der Menschen, die in diesem Land leben, arbeiten, Steuern zahlen und die Sozialversicherungssysteme am Laufen halten, sind Migranten, meine Damen und Herren. Ohne diese Menschen würde hier alles zusammenbrechen. Anstatt dass wir jeden Tag dankbar sind, dass die hierher gekommen sind und sich die zum Teil wüsten Beschimpfungen anhören, die wir über sie ergießen, anstatt zu sagen, wir hauen ab, wir lassen die Deutschen im Dreck sitzen. Anstatt dass wir dankbar sind, kritisieren wir noch ständig, dass sie sich nicht genug integrieren. Wer definiert das, wann man integriert ist?
Mir ist wichtig, dass sich jemand an die Gesetze hält, die wir in diesem Land haben. Das reicht mir als Integration völlig aus. Entschuldigen Sie mal, was interessiert mich, ob einer ein Kopftuch trägt oder nicht? Religion ist immer ein bisschen komisch. Es gibt katholische Akademiker, die glauben ernsthaft, man könne Homosexualität mit Globuli heilen. So was läuft ja hier auch frei rum. Die meisten Migranten, das ist wunderbar, dass sie hier sind, und wir können dankbar sein, es funktioniert einwandfrei. Ja, ein kleiner Teil der Migranten macht Probleme. Das ist völlig richtig, das darf man doch offen sagen. Das ist überhaupt kein Tabu. Das sagen auch die Migranten, dass ein kleiner Teil der Migranten Probleme macht. Aber ein nicht gerade kleiner Teil der Nicht-Migranten macht auch Probleme in diesem Land. Das hat mit Kultur überhaupt nichts zu tun. Es gibt Verbrecher, die an Allah glauben und Verbrecher, die an Gott glauben. Da können weder Allah noch Gott was für. Oder glauben Sie, man könnte diese Nazi-Glatzköpfe da im Osten noch irgendwie integrieren? Da wären wir doch froh, wenn die ein Kopftuch tragen würden. Unsere Gesellschaft ist bedroht durch den Islam. Entschuldigen Sie bitte mal, wer hat denn hier auf offener Straße in den letzten 20 Jahren über 100 Menschen erschlagen? Islamisten oder Neonazis? Kommen Sie spontan drauf oder arbeiten Sie beim Verfassungsschutz? Da sind die Morde der NSU noch gar nicht mit drin. 100 Menschen haben diese Nazis auf offener Straße kaputtgetreten, in Fensterscheiben gejagt, einfach getötet. 100 Menschen auf offener Straße in den letzten 20 Jahren. Aus rechtsradikalen Motiven getötet worden. Alles Einzeltäter. Vor allen Dingen, solange es keine Islamisten sind, muss man sich nicht darum kümmern. Der Verfassungsschutz beobachtet lieber die Linkspartei. Weil die ist gefährlich. Aber der Verfassungsschutz ist stolz drauf, er sei nur öffentlich zugängliche Quellen benutzt. Also die werden nicht abgehört. Der Verfassungsschutz guckt Phoenix. Und beobachtet die Linkspartei im Bundestag. Da weiß man, wofür man sein Geld ausgibt. Diese Besessenheit mit den Migranten, meine Damen und Herren. Wir haben so viele Probleme in diesem Land. Wir haben zu wenig Lehrer. 10% der Stunden fallen inzwischen aus. Das ist ein ganzes Schuljahr auf die Karriere eines Kindes bezogen. Es gibt zu wenig Kindergärtner und zu wenig Kindergärtnerinnen. Es gibt zu wenig Krankenschwestern, zu wenig Altenpfleger. Es gibt zu wenig Polizisten und zu wenig Feuerwehrleute. Es brennt an allen Ecken und Enden in diesem Land. Vor allem in den sozialen Bereichen. Und die Menschen, die da arbeiten, gehen auf dem Zahnfleisch. Nur wenn sie Deutschland nur aus der Zeitung aus dem Ausland kennen oder das Buch von Sarrazin gelesen haben, da könnten sie meinen, das größte Problem, das wir hier haben, ist der Islam. Weil sich einige nicht integrieren wollen. Deshalb geht Deutschland zugrunde, weil Frauen das Kopftuch nicht ablegen wollen. Deshalb liegen bei uns im Altersheim die alten Leute in der eigenen Scheiße in der Ecke rum, oder was? Womit beschäftigen sich die Medien und womit nicht? Das ist eine ganz spannende Frage, meine Damen und Herren. Versuchen Sie mal, einen Artikel über die Zustände in Altersheimen in der Zeitung unterzubringen. Das interessiert doch keine. Die Medien berichten über ganz andere Dinge. Zustände in Altersheimen, da kriegen Sie einen kleinen Artikel, Seite 16. Achte bringt eine Doku nachts um 3 Uhr. Wenn Sie aber verkünden, dass Sie morgen hier auf dem Marktplatz in Meerbusch öffentlich den Koran verbrennen, da rücken die mit 20 Kamerateams an. Da haben Sie die Titelseite und die weltweite Aufmerksamkeit. Das ist Journalismus heutzutage, meine Damen und Herren. Woher kommt die Affinität der Journalisten zu den Arschlöchern? Das frage ich mich auch inzwischen. Terry Jones, der Mann, der den Koran verbrennen wollte und dann tatsächlich verbrannt hat. Der Mann hat 8 Jahre lang in Köln gelebt und gepredigt. Der ist in Köln unter den anderen Jecken überhaupt nicht aufgefallen. Multikulti ist tot. Wenn ich so einen Satz schon höre, Herr Seehofer, ich lebe doch auch mit Ihnen in einem Land. Und Sie sind doch mit Ihrer Vielweiberei dem Islam sehr viel näher als ich als Atheist. In Köln haben sie das komplette Multikulti-Programm. Da haben sie eine riesen Schwulen- und Lesbengemeinde. Da haben sie gemäßigte Muslime. Sie haben auch islamistische Hassprediger. Natürlich gibt es solche Spinner. Genau wie sie in Köln gemäßigte Katholiken haben und Kardinal Meissner. Dann sagt der Kölner, jeder Jeck ist anders und man kann irgendwie zusammenleben. Dann zieht dieser Terry Jones in seine Heimat die USA zurück. Er zieht in den Kaff, das ist so klein, das kennen nicht mal die Amerikaner. Er schart eine Gemeinde von 50 Vollpfosten um sich. Und von dem hätte nach wie vor keine Sau jemals so Ditz genommen, wäre denn hier auf die Idee gekommen, öffentlich den Koran zu verbrennen. Sofort weltweite Aufmerksamkeit. CNN berichtet, der amerikanische Präsident muss Stellung beziehen
In meiner Tagesschau haben die jeden Abend 13 Minuten Zeit, über das Wichtigste vom Tag aus aller Welt zu berichten. Und fast zwei Wochen lang haben die jeden Abend 2 Minuten über einen Wichser berichtet, der sie einem Kaff in den USA einen runterholen wollte. Das ist Journalismus, oder? Ich habe noch gelernt, wenn einer wichst, da guck ich weg. Terry Jones, das wäre ein Fall für die Geheimdienste gewesen, um sowas mal geheim zu halten, oder? Der CIA hat schon so viele falsche Leute entführt. Die hätten ihm noch gar nichts tun brauchen. Ich hätte Terry Jones einfach einkassiert, samt Koran, Feuerzeug und Benzinkanister, und hätte den Kabul auf dem Marktplatz wieder rausgelassen. Und dann hätte ich gesagt, so, Referent Dicke Lippe, live ist doch viel schöner als im Fernsehen. Hier ist Ihre Zielgruppe. Der Herr sei mit Ihnen. Top, die Wette gilt. Warum wird über so einen berichtet? Es gibt in jedem Dorf einen Trottel. Es gibt in jeder Familie einen Vollidioten, mit dem kein Mensch was zu tun haben will. Und jeder von ihnen denkt im Augenblick an jemand ganz Bestimmtes. Aber die will ich doch da nicht noch in der Tagesschau sehen. Wie ist der Sarrazin mit seinem Buch bekannt geworden? Das war die Bild-Zeitung, ne? Die Bild-Zeitung, dieses Drecksblatt, das so widerlich ist, dass man toten Fisch beleidigt und ihn drin einwickelt. Wissen Sie, was noch widerlicher ist als die Bild-Zeitung? Die Prominenten, die für sowas noch Werbung machen. Von Gottschalk bis Alice Schwarzer, alle dabei. Mit sowas kann man Staat machen. Die Bild-Zeitung hatte Not, es war Sommer vor 1,5 Jahren. Die schwarz-gelbe Bundesregierung war in Schwierigkeiten, das kann man sich heute alles gar nicht mehr vorstellen. Die hatten ihren Amtsantritt so verbockt, dass sogar die konservativen Zeitungen schrieben, das kann doch gar nicht sein, so eine schlechte Regierung haben wir noch nie gehabt. Als die Rheinische Post anfing, sich nach dem rot-grünen Chaos zurückzusehen, wusste man, was die Stunde geschlagen hatte. Gerhard Schröder galt plötzlich wieder als Staatsmann. Schröder, das Äffchen, wo man immer gedacht hatte, wenn ihm die Krawatte verrutscht, kommt das Goldkettchen raus. Die CDU sackte unter 30% in den Umfragen. Die FDP war da, wo sie heute auch ist und vom Namen her ja hingehört. FDP fast 3%, es ist nun mal so. Die Grünen kamen hoch, die SPD hatte sich erholt von ihrer grausamen Wahlniederlage bei der letzten Bundestagswahl und die Bild-Zeitung sagte, so geht das nicht weiter. Wir schreiben die ganze Zeit schlecht über CDU und FDP, wir machen unsere eigene bürgerliche Koalition kaputt, da muss jetzt was passieren, wir müssen jetzt der SPD auch mal wieder was ans Bein hängen, da muss es da auch einen Deppen geben, wo wir was schreiben können. Ja, hier ich, hat der Sarrazin gerufen. Ich habe euch schon was vorbereitet. Und dann 5-teiliger Vorabdruck in der Bild-Zeitung und dann ist es nicht mehr aus der Welt zu schaffen. Anstatt dass man es ignoriert, wenn es in der Bild-Zeitung gestanden hat, da kommt die Talkshow-Maschinerie, dann stürzen sich die öffentlich-rechtlichen Wiederkäuersysteme da drauf. Wenn sich Ochs und Esel gute Nacht sagen, das nennen wir ja Talkshow. Jeder darf daran, Anne will und kann nicht und wer sich da alles versucht. Wenn sie die Woche hinter sich haben, kommen sie doch vom Regen in die Jauche, es ist ein Elend. Die SPD ist natürlich auch über das Stöckchen gesprungen, das man hier hingehalten hat, anstatt einfach zu sagen, ja, es gibt in jeder Familie einen Deppen, der Sarrazin ist unserer. Können wir jetzt bitte wieder über Inhalte der schwarz-gelben Bundesregierung reden? Nein, Parteiausschlussverfahren, noch eine Talkshow-Runde, der Mann wurde noch wichtiger, fast zum Märtyrer aufgeblasen. Und dann, wenn es darauf ankommt, den Sarrazin endlich aus der Partei zu schmeißen, dann kneifen die Sozen wieder den Schwanz ein. So kennen wir sie seit Kurt Tucholsky, meine Damen und Herren. Die Sozialdemokratie ist und bleibt die Vorhaut der Arbeiterklasse. Wenn es ernst wird, ziehen sie sich zurück. Man hätte dem Sarrazin direkt sagen sollen, was kümmert es die stolze Eiche, wenn das Borstenvieh sich daran schuppt? Oder wie Matthias Belz vielleicht geschrieben hätte, ob Muhe ziehen, ob Sarrazin, am besten ist, man hört nicht hin.